Hallo, liebe Anne nach Dresden. Hallo, Maren nach Steinheim. Herzlich willkommen zu Sehen und Verstehen. Folge 17 und heute haben wir ein auch ganz interessantes und spannendes Thema, und zwar Charisma. Sag mal, Anne, was ist denn für dich eigentlich Charisma? Ja, vielen Dank für die Frage, die ich dir nicht beantworten kann. Also ich finde das tatsächlich total schwierig. Schwer zu definieren, aber unschwer als solches zu erkennen, fällt mir dazu nur ein. Ich kenne echt viele charismatische Menschen und sehe das auch immer wieder. Aber ja, was macht es eigentlich aus? Was macht Charisma aus? Es ist voll schön, dass du das sagst, weil mir geht es genauso. Ich spreche oft von Menschen und sage, wow, der ist sehr charismatisch. Aber wenn man mal genau die Definition anschaut, dann denkt man, was ist es denn genau? Ja? Und man sagt, Menschen verfügen über Charisma, also wenn sie eine besondere Ausstrahlung haben und auf Menschen sehr sympathisch wirken. Ne? Das ist so ein bisschen die Definition. Oder auch, man sagt auch, Charisma bedeutet, eine emotionale Ausdrucksstärke zu haben. Das heißt, ich bin natürlich mit meinen Emotionen, also ich kann mit meinen Emotionen umgehen und kann auch dementsprechend emotional reagieren. Und ich kann aber auch flexibel, also ich habe eine emotionale Ausdrucksfähigkeit. Das heißt, emotionale Ausdrucksfähigkeit würde bedeuten, ich kann dementsprechend anpassen. Wo bin ich gerade, wie geht es mir, und da dementsprechend regulieren. Und der dritte Part ist eine nonverbale Wahrnehmungsfähigkeit, auch zu bekommen, wo bin ich denn gerade und wie kann ich dementsprechend agieren, also dass ich auch noch wahrnehme. Man sagt die drei Dinge zusammen, also emotionale Ausdrucksstärke, emotionale Ausdrucksflexibilität und nonverbale Wahrnehmungsfähigkeit. Das beeinflusst auch unsere Kommunikation, auch in Partnerschaften oder in Führung. Wenn ich das gut kann, dann bin ich sehr charismatisch und dann wirke ich auf andere natürlich sehr positiv und habe natürlich dementsprechend auch eine Wirkung, dass ich andere dadurch motivieren kann und andere zu ihrer Leistung bringen kann. Ja, das ist so, jetzt wo du diese drei Punkte gesagt hast, habe ich mich auch gefragt, weil für mich sind charismatische Menschen, wir werden da bestimmt gleich nochmal eine andere Diskussion drüber führen, aber eigentlich sind charismatische Menschen immer sympathische Menschen und immer Menschen, die sehr viel lächeln und so. Geht das einher mit diesen drei Punkten zwingend oder sagst du, nee, das kann auch anders gelebt werden? Nee, ich sehe das auch so. Ja. Also ich hatte das letzte Mal, da war ich unterwegs und war was essen und dann hatten wir auch einen Menschen gesehen, da war ich mit Nicole was essen, mit meiner Freundin, guten Freundin. Hallo Nicole. Hallo Nicole, genau. Und da hatten wir auch einen Typ gesehen, der hat sehr charismatisch gewirkt und dann haben wir den ein Weilchen beobachtet, also nicht lang. Und dann war das aber weg, weil das dann eher ins Negative ging. Und dann haben wir gesagt, nee, es ist nicht charismatisch. Der erste Eindruck war kurz, wo wir dachten, ja, aber wenn du genau hingeschaut hast, war es, da hat irgendwas mitgeschwungen, was nicht charismatisch war. Also, und da, deshalb passt es ganz gut, was du sagst, das war dann nicht positiv. Ja. Es war nicht sympathisch, ne? Ja, wobei, also ich wollte das jetzt tatsächlich nicht gleich am Anfang bringen, aber man sagt ja, ich bringe es jetzt trotzdem. Also ich habe mich da gestern auch echt viel eingelesen und dachte mir, was hat sie denn da jetzt eigentlich für ein Thema rausgeholt? Okay, ich beschäftige mich mal damit. Danke, Maren. Charisma ist halt, wir denken, das ist ein sehr positiv besetztes Wort, aber wenn du Charisma hast, kannst du auch manipulieren. Und manipulieren ist ja etwas, was du positiv und negativ leben kannst. Und wenn wir jetzt tatsächlich Sichtlesen gucken, und ich weiß, das ist ein ganz fieser Vergleich und es tut mir wirklich leid, aber ich muss ihn an dieser Stelle bringen. Unser Herr Hitler und unser Herr Chaplin, Charlie Chaplin, haben tatsächlich ganz, ganz ähnliche Züge. Und es wird ihnen beiden, auch wenn man es Hitler natürlich heute nach seiner Geschichte, nach all dem, was passiert ist, abspricht, aber wenn man in alte Berichte guckt, dann sagen ganz, ganz viele Menschen über ihn, er ist ein sehr, sehr charismatischer Mensch gewesen. Und er hat ganz ähnliche Gesichtsmerkmale wie Charlie Chaplin. Und ich will Adolf Hitler alles absprechen, aber ich fürchte, dass wir ihm dieses Charisma nicht absprechen können, weil wenn er das nicht gehabt hätte, wäre das nicht passiert, was passiert wäre. Charisma ist nicht immer positiv, beziehungsweise es hat eine unglaubliche Macht, wenn man es hat.
Und du kannst mit dieser Macht, wie ich immer sage, Macht ist Verantwortung. Du kannst mit dieser Macht auch verantwortungslos umgehen. Ja, absolut. Das passt schon, ja. Es ist auch, Studien haben zum Beispiel auch gezeigt, Menschen, die fähig sind, Emotionen nonverbal und flexibel auszudrücken, also prägnant und flexibel auszudrücken und auch gleichzeitig körpersprachlich, bei anderen Signale zu sehen, treffsicher zu entschlüsseln, sage ich mal, also auch mitzukriegen, was bei anderen passiert, also das empathisch sein, ja, ja. Und dementsprechend aufzugreifen und zu reagieren, also damit umzugehen. Ja. Die wirken immer auf den ersten Eindruck automatisch sympathischer und werden allgemein positiver eingeschätzt. Warum? Weil sie auf die anderen auch mit eingehen. Also das heißt nicht nur, was sie machen, sondern auch, was sie vom Gegenüber. Deshalb auch das Thema Wahrnehmungsfähigkeit. Und das hat aber nichts mit körperlicher Attraktivität zu tun. Also gar nicht. Ob die jetzt genau körperlich schön sind oder nicht, sondern wenn die damit spielen können und gegenüber mitkriegen, was passiert da, werden die automatisch positiver eingeschätzt und sympathischer. Ja. Ich habe auch so ein paar Punkte gefunden, die Charisma ausmachen sollen, wo ich so sage, ja, gehe ich mit. Also alle, die ich als charismatisch empfinde, bringen das mit sich. Das ist Präsenz zu haben in einem Raum. Ne? Die kommen in den Raum und haben so eine gewisse Präsenz. Die sind einfach da. Dann haben sie die Fähigkeit, andere zu beeinflussen. Und sie wissen auch, wie man Gruppen führt. Also das ist auch so ein Anteil von Charisma, dass man sagt, ich weiß, wie ich jetzt mit dieser Gruppe umzugehen habe. Es gelingt ihnen, dass sich Menschen wohlfühlen in ihrer Umgebung. Also sie wissen, und das ist diese Empathie, die du auch angesprochen hast, sie wissen, wie es funktioniert, dass sich andere wohlfühlen. Und das ist für mich ein ganz, 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 ganz großer Punkt, sie lächeln viel. Menschen, die viel lächeln, haben einfach Charisma. Also so, das ist so, also wenn sie echt lächeln, ne? Wenn sie hier dieses soziale Lächeln und immer und eigentlich du Arsch, dann funktioniert das nicht. Aber wenn das ein Lächeln ist, was von Herzen kommt, dann ist der Mensch automatisch charismatisch und sie verstehen sich mit anderen Menschen. Das ist so. Ja. Sage, ja, das ist auch wieder, ne? Das ist vieles von dem, wo ich ja sage, aber es ist es nicht nur. Also es, irgendwie fehlt da dieses magische on top, was dann wirklich Charisma ausmacht, oder? Ja, es ist also, die Punkte, die du gerade gesagt hast, die passen auch wieder rein, was Führungskräfte angeht, weil du sagst mit Führen, wenn man sagt, wenn die drei Dinge, die wir jetzt ja auch schon genannt haben, den anderen zu sehen, damit umzugehen, selber mit seinen Emotionen die zu regulieren, aber die auch auszuleben und mal zu zeigen, wenn wir das machen, dann sind die Führungskräfte, die wirken, die führen die Mitarbeiter wirkungsvoll und das ist ja auch eine Art Manipulation in dem Sinne. Das heißt, die Mitarbeiter werden dadurch motivierter, sind stärker ans Unternehmen gebunden und haben eine bessere Arbeitsleistung. Da haben die 2008, wurde da auch mal eine Studie drüber gemacht. Okay. Oder was auch total interessant ist, wenn man mal rausgeht, eine Bedienung oder ein Kellner, ja, man hat rausgefunden, hat auch eine Studie gemacht, wenn die Bestellung wiederholen, ach so, schön, Sie wollen eine Latte Macchiato oder schön, Sie wollen einen Espresso und dazu ein Stück Zwetschgenkuchen mit Streusel und Sahne, dass die bis zu 8%. Die Schwäbin. Ja. Ich jetzt dazu. Zwetschgenkuchen. Ja, okay. Ist ja Zwetschgenzeit, also von daher hatte ich das gerade im Kopf. Aber wenn die das wiederholen, oder ach, darf es wieder ihren Rotwein sein und dazu eine Pasta oder wie auch immer, dann kriegen die, also haben Studien rausgefunden, nur allein das zu wiederholen, 68% mehr Trinkgeld. Ja, und das ist dieses Ich sehe dich, ne? Es ist dieses, ich kümmere mich nicht um mich, sondern ich sehe dich, dass du jetzt Zwetschgenkuchen mit Streuseln und Sahne bestellen willst. Und ja, wir lieben es, gesehen zu werden. So ist es nun mal. Und dann sind wir auch bereit, wenn wir gesehen und gehört werden, auch mehr Geld zu bekommen. Also ist eine interessante Studie, die aber total logisch ist in meinen Augen. Oder? Also absolut. So, wo ich denke, sondern total logisch. Und weißt du, und ich glaube auch, was auch noch mit reinspielt, wenn wir charismatisch sind, das heißt nicht nur, dass wenn wir den anderen sehen und verstehen, dass wir das genauso fühlen müssen oder den Standpunkt teilen. Das ist es nicht. Ja. Aber denjenigen, wie du sagst, ich sage es ja auch immer, wir wollen gesehen und gehört werden. Und das möchte jeder von uns. Und wenn da jemand ist,
der einen sieht und der einen wahrnimmt, dann hat es auf denjenigen einfach eine gute Wirkung, ja? Ja, total. Kann man Charisma lernen? Ja. Okay. Also das ist auch total interessant. Und zwar, ich muss mal gucken, ist das eine Studie? Ich habe mir, glaube ich, was aufgeschrieben. Und zwar haben die, viele denken nämlich, lass mich mal schauen, ich habe mir was aufgeschrieben. Viele denken nämlich oder sagen, dass Charisma, ah ja, genau, das war 2002. Nach aktuellen Studien ist es im Unterschied zur landläufigen Meinung keine Persönlichkeitseigenschaft, sondern eine Fähigkeit, die durch gezieltes Training gelernt und entwickelt werden kann. Da haben sie 2011 und auch 2002 schon Studien dazu gemacht. Das heißt, du kannst dir das antrainieren, du kannst das lernen. Und wenn wir die drei Punkte anschauen mit dem Thema emotionale Ausdrucksstärke oder Ausdrucksflexibilität und nonverbale Wahrnehmungsfähigkeit, das ist relativ, also da gibt es so ein paar Ansätze. Wenn du da so dran arbeitest, dann verändert sich das und dann wird sich auch dein Charisma oder die Ausstrahlung verändern. Natürlich muss ich da gewollt dran sein und auch ein Interesse an Menschen haben. Ne? Ja. Aber ja, und wenn ich jetzt sage, Maren, ich will jetzt charismatisch werden, coach mich bitte dahin. Was empfiehlst du mir? Also das sind so Ansätze zum Thema einmal das nonverbale Wahrnehmung. Da kann man ganz viel die Wahrnehmung trainieren. Wer zum Beispiel die Profibox da von Dirk Eilert hat, da ist auch eine 12-Wochen-Wahrnehmungs-Challenge drin. Die kriegt man auch, glaube ich, über Spotify. Wenn man das macht, dann verändert sich schon das eigene Verhalten und das eigene Körperempfinden, weil du ganz anders wahrnimmst. Aber es gibt so, was das Thema Ausdrucksflexibilität geht, gibt es so Aspekte, in die man reingehen kann im Coaching. Also das eine wäre zum Beispiel bewusst mal drauf schauen, was habe ich denn für Glaubenssätze? Also was für gesunde Glaubenssätze habe ich denn? Also was heißt, ich muss mir bewusst sein, die Glaubenssätze, die ich habe, die agieren, also die reagieren darauf, wie ich auf die Welt reagiere. Und einige Glaubenssätze haben ja auch viel mit unseren Emotionen zu tun. Sehe ich Emotionen als gut oder schlecht oder sage ich, Emotionen sind alle da, die haben eine Funktion, um ein Bedürfnis zu erfüllen und gehe damit anders um. Das wäre zum Beispiel ein Ansatz. Das zweite ist auch eine emotionale Achtsamkeit, also achtsam mit mir auch umzugehen. Ne? Das zum Trainieren oder auch die Selbstwahrnehmung, also eigene Gefühle wahrnehmen. Wie geht es mir denn gerade? Lasse ich das auch mal zu, dass ich das zeige, dass ich vielleicht gerade traurig bin oder dass es mir gut geht? Das sind zum Beispiel drei Aspekte oder eine emotionale Unterscheidungsgenauigkeit, also mal drauf zu schauen, wie intensiv empfinde ich denn wirklich etwas? Und was ist es denn tatsächlich? Also sich damit zu beschäftigen. Ich erlebe oft Menschen, dass die sich gar nicht damit beschäftigen wollen mit den Emotionen, weil das vielleicht zu ja. emotional gefühlt ist oder körperlich zu anstrengend. Na, und man darf halt nicht vergessen, unsere emotionale Welt, also das wirkt sich ja nach innen wie nach außen aus. Und das geht halt auf unsere Gesundheit und auf unsere Psyche. Ja. Wenn wir emotional stabil sind, oder das heißt, wenn wir mit unseren Emotionen umgehen können und auch da ein Gefühl dafür entwickeln und auch mal sagen, ich stehe dazu und ich sag auch, wie es mir geht. Oder ich regel mal bewusst den Schalter, lass mal mehr tun, mal weniger. Dann sind wir grundsätzlich auch, bleiben wir gesund. Also das wirkt sich definitiv auf unsere Psyche und auf unsere Gesundheit aus. Ja. Ich glaube auch, dass es ganz wichtig ist, wenn man ein charismatischer Mensch sein möchte, dass man wirklich sich drinnen schult und dazu dient das alles, was du gerade gesagt hast, positiv auf die Welt zu schauen. Ne? Und da rede ich jetzt von dem positiven Charisma, was ich da durchaus bevorzuge. Wann kannst du lächeln und wann kannst du aus dem Herzen lächeln, wenn du all diese Dinge, die du gerade gesagt hast, auch wirklich für dich selbst empfindest und implementiert hast, dann gelingt dir ein weltoffenes und ein öffnendes Lächeln, dann gelingt es dir, einen Raum zu erhellen. Ne? Es gibt ja wirklich so Menschen, die kommen in den Raum und du fängst an zu lächeln und sagst, ja, jetzt ist er da oder sie da, jetzt ist alles gut. Und das ist so dieses, das kannst du nur, wenn du eben in diesem emotionalen Gleichgewicht bist und nicht immer alles wegschiebst und sagst, ah, Emotionen interessieren nicht oder ich will nur das eine oder nur das andere, sondern das funktioniert nur, wenn du irgendwie bereit bist, alle Emotionen zu durchlaufen und sie auch zu kennen, ne? Und dann auch den Weg aus den negativen, es gibt keine negativen Emotionen, aber aus den schwierigen Emotionen wieder rauszukommen. Und dann kannst du in den Raum kommen und kannst andere Menschen von Herzen anlächeln. Und dann dieses Lächeln, alleine dieses Lächeln ist, glaube ich,
ein unglaubliches charismatisches Zeichen, wenn jemand das wirklich aus dem Herz raus. Absolut. Ja. Also das hat ja dann auch was, weißt du, da spielt ja auch wieder so viel mit rein, auch bei sich zu sein, zu sich zu stehen, sich selbst zu lieben. Toll. Wenn ich mich mit mir beschäftige, ja, das wirkt sich ja, das Innen wirkt sich ja nach außen aus. Also man sieht ja oft auch Menschen, die so in sich ruhen und die so bei sich sind, das sind ja oft sehr charismatische Menschen, weil die einfach nach außen wirken. Das ist auch, also ich weiß, dass wir da über zwei Herren in unserem Leben sehr gerne reden. Und das, aber ich weiß das auch, dass ich das schon viel, viel früher erlebt habe, wenn Menschen etwas machen, was ihre Leidenschaft ist. Und ich rede da von Martin und Adi, danke, dass ihr in unserem Leben seid. Ja. Wenn die auf ihrem Fahrrad sitzen, dann kriegen die ein Charisma und eine Ausstrahlung, wo man einfach da sitzt und sagt, Finger weg, ist meiner. Also, ne, doch, die Art, ich habe es abgeleckt, es gehört mir. Ja. Genau. Also, das ist, glaube ich, auch, wenn Menschen in ihrer Leidenschaft sind, und das ist ja auch wieder unsere eigene Entscheidung, wie leben wir unser Leben? Leben wir unser Leben oder spielen wir unser Leben? Ne? Und wenn wir in Leidenschaft leben, dann kriegen wir Ausstrahlung. Und wenn wir das immer machen, dann kriegen wir automatisch Charisma. Und ich finde es so spannend, Anne, weil ich das ja mit euch erlebt habe und Martin auf dem Rennrad gesehen habe und ich dann auch zu dir, als wir drüber gesprochen haben, gesagt habe, mein Gott, was passiert denn, der auf dem Rennrad sitzt, ja? Und das ist jetzt so schön, dass Adi in meinem Leben ist und bei ihm denke ich auch, wenn ich den auf dem Fahrrad sehe, da brauchen wir jetzt nicht drüber sprechen, aber es ist echt, also... Und das gibt Wahnsinn. Oft, ne? Also, und wir, da müssen wir gar nicht über unsere Männer reden. Da können wir auch, schaut euch Tobias Beck auf der Bühne an. Da sitzt er auch da und sagt, wow, was bist du denn für ein Mensch? Ne? Es gibt so viele, schaut euch, für mich ist zum Beispiel Obama auch ein unglaublich charismatischer Mensch. Schaut euch an, wenn der vor dem Mikrofon steht und seine Herzensbotschaft übermittelt. Das ist echtes Charisma. Und guck mal, Mutter, oder das Video, das müsstest du ja auch kennen, Mutter Teresa. Ja. Die mal gesprochen. Ja. Da kriege ich Gänsehaut, ne? Ja, ich auch. Wie die gesprochen hat. Und das ist ja auch eine ganz andere Art. Ja, total, total. Aber alles ist, von allen, von denen wir sprechen, sind das Menschen, die aus ihrem Herzen raus handeln, ne? Und damit den Raum erhellen, weil ihr Herz hell ist. Ja. Können wir dann auch sagen, Anne, charismatisch sind die Menschen, die ehrlich sind und offen? Ja, da bin ich jetzt wieder bei meinem Negativbeispiel von charismatischen Menschen, ne? Ja. Ich find's schwierig. Also, das war jetzt nur ein Gedanke, wo ich dachte, den teile ich jetzt mal mit dir. Also, ich muss zugeben, ich glaube, charismatische Menschen sind, wenn sie ehrlich aus ihrem Herzen handeln. Aber es gibt halt auch dunkle Herzen. Ja. Die sehen das ja ein bisschen anders. Zum Beispiel, ich weiß nicht, ich meine, da müsste man jetzt mal wieder mit der großen Menge reden. Ein Trump ist für mich nicht charismatisch, aber der handelt für mich auch nicht aus dem Herzen. Und der ist auch nicht ehrlich. Ne? Der beherrscht ganz viele Sachen, sonst hätte er nicht den Erfolg, den er hat, ob uns das jetzt gefällt oder nicht, sei dahingestellt. Aber er hat eine Körpersprache und er manipuliert durch seine Körpersprache, aber Charisma, ich weiß nicht, ob jemand sagen würde, Trump ist ein echt charismatischer Mensch. Aber ich glaube, dass es manche schon sagen würden. Ja? Okay. Ich glaube schon auch, dass es manche gibt, also ich glaube auch, dass der vielleicht auch Sachen macht, die ein gewisses, also Teile auch in sich hat, die ganz gut sind und für viele hilfreich sind, ne? Also das, wir tun uns da halt schwer damit, ne? Also aber ich glaube, für viele ist der charismatisch auch. Also, also für viele. Ne? Ich weiß es nicht. Das sind immer so Sachen, ich will das nicht. Aber ja. Ich habe vorhin das negativste Beispiel der Welt gebracht. Ja. Deshalb ist die Frage, ne? Kann man wahrscheinlich so nicht bewerten, dass man sagt, alle charismatischen Menschen sind offen und ehrlich. Nee. Und da sind wir wieder schwer zu definieren. Ne? Was ist Charisma? Machen, glaubst du, dass man es im Gesicht sieht? Also wahrscheinlich so Anteile, ob ich jetzt ein sehr Ja zum Leben sage, ein sehr lebensbejahender Mensch bin. Also ich glaube, dass es wahrscheinlich viel auch in den Augen
dass man was sieht und wahrscheinlich auch, wie du sagst, wenn jemand viel lächelt, dann habe ich ja auch klar das Thema um die Augen rum, ja. Das spielt mit rein. Sieht man was an den Ohren? Das ist ja dein Thema, ja. Also dein Lieblingsthema, deshalb wäre das spannend. Wenn ich schon so frage, ne? Also nein, also ich glaube nicht, dass man es an den Ohren sieht und mir ist es auch total schwer gefallen. Es gibt tatsächlich ein Merkmal, was dem Charisma wirklich zugeordnet ist, ohne dass wir es bei unseren Partnern oder bei unseren Mitmenschen tatsächlich bewusst wahrnehmen, zeigt aber ein sehr starkes Filtrum. Das Filtrum ist diese Welle zwischen Nase und Mund. Wenn das sehr stark ausgeprägt ist, ja, du hast ein recht ausgeprägtes Filtrum, dann sind das Menschen, denen so ein natürliches Charisma zugeordnet wird. Also das ist dieses Filtrum und das ist sozusagen die einzige sichere, wobei immer wieder, ich will bei Charisma nicht von sicher reden, aber es ist eine gute Grundlage. Und jetzt denk mal dran, die zwei Herren, die ich vorhin genannt habe, Hitler und Charlie Chaplin, haben diesen Bart, der jetzt natürlich heute nicht mehr getragen wird, Gott sei Dank, aber das ist die Unterstützung von dem Bereich des Filtrums. Und es ist tatsächlich eine Unterstützung, schaut hierher, hier ist mein Charisma. Ne? Also es ist kein Zufall. Interessant, dass ja. Ja, also dieses am Filtrum kann man es durchaus erkennen, beziehungsweise man sagt auch Menschen, die keine Welle haben, die haben sich ihr Charisma sehr stark selbst erarbeiten müssen. Die sind nicht mit diesem Geschenk auf die Welt gekommen, sondern sie haben sich tatsächlich erarbeitet. Und ich gucke gerade, Geschenk, Charisma kommt aus dem Griechischen heißt Gnadengabe. Also es ist tatsächlich, Charisma ist wenn man es religiös betrachtet, ein Geschenk. Eine Gnadengabe kommt aus dem Griechischen. Es gibt auch noch ein paar oder zwei genau genommen Gesichtsformen, die dafür sprechen, dass sie eine gute Chance haben, charismatisch zu sein. Das ist das Jade-Gesicht und das Drachengesicht. Wer das nachlesen möchte, was es ist, kann auf meinen Blog schauen. Das kann ich jetzt nicht so genau erklären. Zusätzlich Locken. Ne? Locken, das sind ja immer so sympathische Themen. Das kann auch Charisma unterstützen. Und last but not least, habe ich jetzt vergessen, was ich sagen wollte. Nein, meine geliebten Sommersprossen. Sommersprossen sind natürlich auch so ein Sympathieträger, dass wenn das dann irgendwie wirklich noch mit Präsenz und Menschen einnehmen können und so einhergeht, dass das durchaus Charisma unterstützen kann. Da muss ich mal ganz kurz die Mella aus München grüßen, weil die hat ganz viele Sommersprossen. Die hat sich damals schon so gefreut, als du über Sommersprossen gesprochen hast und das so positiv bewertet hast, hat sie sich gefreut. Wenn sie das jetzt noch hört, liebe Mella nach München, dann... Das ist schon ein Charisma. Ich bin mir ganz sicher, dass du welches hast. ja, aber dennoch auch alles, was wir jetzt nicht gesagt haben, ich glaube tatsächlich so, wo ich so nochmal drüber nachgedacht habe, über diese Sendung, habe ich so gedacht, ich glaube, es ist wichtig, dass man bestimmte Teile nicht hat, wenn man Charisma haben will. Und das ist so, ne, wer so durch die Welt läuft und seinen Mund nicht aufkriegt und wo soll denn da Charisma herkommen, ne? Also dieses Verstockte und Schmallippige, immer schön zusammengebissen und klein gemacht und hier noch die Ärgerfalten gezeigt, das kann ja nicht charismatisch sein, ne? Also deswegen glaube ich, wir haben es, du hast selbst gesagt, wir können es erlernen, wir können unsere Persönlichkeit dahin entwickeln und auch da, wenn dem so ist, dann zeigt es unser Gesicht in der Grundlage nicht zwingend, sondern dann können wir unser Gesicht formen mit Hilfe von Lächeln, mit Hilfe von Offenheit. Also das unterstützt ja genau das, was du sagst, auch das Thema Körpersprache und Mimik. Du hast da ja auch, du kannst ja auch nicht speziell sagen, das ist nur jemand, der Freude zeigt, ne? Sondern da ist auch, wie tritt er in den Raum rein, was für eine Dynamik hat der, wie strahlt er, ne? Das ist auch so das Aufrechte, das Extravertierte, da spielen ja auch ganz viele Dinge mit rein und da gibt es aber auch nicht das Ding schlechthin. Ne? Ja, zusammengefasst also, Leidenschaft leben, lächeln, zu seinen Gefühlen stehen und sie auch nach außen tragen, ob jetzt in welcher Form auch immer, das geht auch leise, aber zumindest dazu zu stehen, auf andere Menschen eingehen. Ja. Oder?
absolut. Also den anderen sehen, den anderen achten, ja. Sich selber mit sich selber in Verbindung gehen. Weißt du, das hört sich alles so einfach an, aber mal ganz ehrlich, wie viele Menschen sind mit sich selber in Verbindung und ja. Hören mal auf sich, was brauche ich eigentlich, was braucht meine Seele, was wird mir denn gut tun? Ne? Ja, sehr schön. Sag mal einen charismatischen Menschen, den du kennst. Also für mich gibt es ja total viele und ich tue mir da total schwer, weil ich sehe ganz viele oft und denke, ach, der ist total charismatisch, sei es jetzt ein Schauspieler, der da irgendwie eine coole Rolle spielt oder auch mal, also auch der Klopp, ich weiß, das ist jetzt so ein bisschen umstritten, aber auch der Jürgen Klopp ist für mich ein charismatischer Typ oder der von Freiburg, der Trainer. Ich habe es immer nicht so mit dem Namen. Aber das ist jetzt ein ganz anderer Bereich. Aber wie du sagst, Obama finde ich auch sehr charismatisch. Es gibt ganz viele, die ich finde, und das Witzige ist, die sind alle so unterschiedlich charismatisch. Ja, ja, genau. So ist es. Ja, ja, sehr schön. Auf das, dass wir unser Charisma und unsere Hörer ihr Charisma züchten und wachsen lassen. Und ja, ins Lächeln gehen und in die Achtsamkeit auch anderen Menschen gegenüber gehen und damit diese Welt ein Stück charismatischer wird. Ja, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Das waren so schöne abschließende Worte. Dann würde ich sagen, wir grüßen all unsere Hörer in Deutschland, in überall, in Frankreich, in Italien immer wieder. Ich finde es total schön, dass ihr uns immer wieder folgt und uns schreibt. Schreibt uns, wenn ihr gerne ein Thema habt. Ihr merkt, wir beschäftigen uns auch mit Themen, die ein bisschen schwieriger zu definieren sind. Ja. Lasst es uns wissen. Ja, habt eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Hehehe